So, herzlich willkommen. Wir wollen hier die folgende Aufgabe zusammen lösen. Ich möchte Sie dazu bitten, mal sich kurz einen Einblick zu verschaffen hier in die Eröffnungsbilanz und die Geschäftsvorfälle hier unten mal kurz anlesen. Und dann möchten wir Folgendes machen, nämlich als nächstes eröffnen die Bestandskonten und die Geschäftsvorfälle im Hauptbuch buchen, sowie zu jedem Geschäftsvorfall erstmal den Buchungssatz bilden. So wollen wir das auch machen, erst den Buchungssatz bilden und dann buchen wir auf den T-Konten. Also kurz reinlesen, kurze Pause und dann geht's los. Und es kann losgehen. Ich gehe rüber zum Excel-Dokument, wo ich eine Übersicht über die Konten habe. Idealerweise haben Sie auch diese Konten zur Hand. Hier ist die Kontenvorlage und damit ich sehe, wo die Beträge herkommen, werde ich mir nochmal die Bilanz mal herholen, die Eröffnungsbilanz, damit wir das auch besser erkennen können. Da ist ja auch schon die Eröffnungsbilanz und ich werde jetzt zunächst die technischen Anlagen und Maschinen einmal demonstrativ eröffnen. Die 140.000 Euro erscheinen einmal hier oben rechts auf EBK und einmal hier unten bei Teer und Maschinen im Soll. Es war zwar in der Aufgabenstellung nicht verlangt gewesen, aber zur Information nur, es gibt auch für diese Buchung schon einen Buchungssatz. Er würde in dem Fall lauten technische Anlagen und Maschinen an EBK 140.000 Euro. Jetzt, um es uns leichter zu machen, wo wir ein bisschen schneller vorgehen, wir machen das Gleiche auch bei den Konten BGA, Rohstoffe etc., also bei den Aktivkonten und auch beim Eigenkapital. Also das Ergebnis würde dann erstmal bei Eigenkapital so aussehen. Hier oben den Wert für Eigenkapital eintragen, 300.000 Euro. Und dann nochmal hier unten im Haben von EK. Und der Buchungssatz hierfür wäre EBK an Eigenkapital 300.000 Euro. Genauso verfahren wir bei den anderen Aktiv- und Passivkonten. Das Ergebnis, also ich mache es mal jetzt im Schnelldurchgang. Und genauso noch bei den letzten fehlenden Aktivkonten wie Hilfsstoffe, Forderung, Bank, Kasse und Umsatzsteuer. Ich mache mal die Bilanz weg und dann schauen wir uns das Ergebnis schon mal komplett an, um das Ganze zu beschleunigen. Das Ergebnis sieht dann insgesamt dann hier oben im EBK folgendermaßen aus. So, nun sehen wir hier das EBK vollständig ausgefüllt und wenn ich jetzt weiter runtergehen würde zu den anderen Konten, hier zum Beispiel Bank, Forderungen, Hilfsstoffe und Kasse und natürlich auch hier Umsatzsteuer. Ich merke gerade, habe ich es vergessen, mache ich es mal schnell rein. Der Anfangsbestand aus dem EBK wird auf die Aktiv- und Passivkonten übertragen. Damit ist der erste Schritt vorbei. Wir haben die Aktiv- und Passivkonten eröffnet. Und wir gehen weiter zur Aufgabenstellung und möchten den ersten Buchungssatz bilden zum Geschäftsvorfall Nummer 1 und den dann gleich auf die Konten buchen. Also, es liegt eine Eingangsrechnung über den Kauf von Hilfsstoffen vor, 4.000 Euro netto. Der Buchungssatz lautet, kurze Pause, und dann kommt die Lösung. Der Buchungssatz lautet Hilfssteuer 4.000, Vorsteuer 760, Anverbindlichkeit 4.760. Und diesen Buchungssatz übernehmen wir gleich auf die Konten in das Kontenschema und buchen jeweils auf die richtige Seiten. So, ich zoome mal auf das Konto Hilfsstoffe ein. Und auf das Hilfsstoffkonto, auf die Sollseite kommen die 4.000 Euro hin. Und links daneben natürlich der Name des Gegenkontos und die Buchungsnummer. Dann hatten wir laut Buchungssatz noch bei der Vorsteuer im Soll 760 Euro. Ich zoome auf das Konto Vorsteuer. Die Vorsteuer ist ein Aktivkonto, daher muss ich, wenn die Vorsteuer entsteht, wenn wir sie bezahlen, folglich muss ich im Soll buchen. Wir hatten den Betrag von 760 Euro, Buchungsnummer und Name des Gegenkontos davor. Und die Gegenbuchung erfolgt im Konto Verbindlichkeiten auf der Habenseite, darum zoome ich dort jetzt mal hin und trage den entsprechenden Wert ein. Okay, wunderbar, das war Geschäftsvorfall Nummer 1. Wir machen weiter mit Geschäftsvorfall Nummer 2. Geschäftsvorfall Nummer 2, laut Eingangsrechnung kaufen wir Rohstoff im Wert von brutto 35.700 Euro. Ich gebe hier wieder ein bisschen Zeit für die Bildung des Buchungssatzes. Die Lösung lautet Rohstoffe 30.000 mit Vorsteuer 5.700, Anverbindlichkeiten 35.700. Und wir wollen auch diesen Geschäftsverfall auf die jeweiligen Konten buchen. Dazu zurück zum Kontenschema. Wir beginnen mit dem Konto Rohstoffe und zoomen dort hinein. Auf die Sollseite gehören 30.000 Euro sowie die Buchungsnummer zweitens und das Gegenkonto Verbindlichkeiten. Wir machen weiter mit dem Konto Vorsteuer.
und buchen dort im Soll den Betrag 5.700 € sowie die Kontonummer, die Buchungsnummer und den Namen des Gegenkontos. Zu guter Letzt zoomen wir auf das Konto Verbindlichkeiten und buchen dort den gesamten Betrag. Hier natürlich wieder an dieser Stelle die Gegenkontennamen der Gegenkonten Rohstoffe und Vorsteuer abgekürzt, hier in dem Fall, damit wir immer wissen, wo die Gegenbuchung erfolgt ist. Wir machen weiter mit dem Geschäftsvorfall Nummer 3. Laut Materialentnahmeschein liegt ein Verbrauch von Hilfsstoffen vor, 7.000 €. Kurze Pause und Sie bilden wieder den Buchungssatz. Die Lösung lautet 6 Aufwendungen für Hilfsstoffe. Manchmal sagt man auch Hilfsstoffaufwendungen, ja, also in einigen Konten, einige Lehrerinnen und Lehrer machen das eher so rum. Ich sage Aufwendungen für Hilfsstoffe statt Hilfsstoffaufwendungen, ist beides gleich, das Gleiche. 7.000 € an 2 Hilfsstoffe, 7.000 €. Und wir gehen wieder zu den Konten rüber. Wir beginnen mit dem Konto Hilfsstoffe. Nein, lieber mit Aufwendung für Hilfsstoffe. Es war ja Aufwendungen für Hilfsstoffe an Hilfsstoffe. Deswegen zu den Aufwendungen für Hilfsstoffe mal rein. Wir tragen den Wert, die Buchungsnummer und den Namen des Gegenkontos auf die Sollseite. Und wir gehen rüber zum Konto Hilfsstoffe. Dort erfolgt die Buchung im Haben, da wir ja Hilfsstoffe entnommen haben für die Produktion. Hilfsstoffe wird weniger, da es ein Aktivkonto ist, erfolgt das Ganze im Haben. Dort schreiben wir den entsprechenden Betrag rein, die Buchungsnummer und den Namen des Gegenkontos. Okay, wunderbar. Wir machen weiter mit Geschäftsvorfall Nummer 4. Laut Bankauszug wird ein fälliger Rechnungsbetrag an einen Lieferer überwiesen. Sie überdenken kurz das Ganze und bilden dann den Buchungssatz. Die Lösung lautet 4 Verbindlichkeiten an 2 Bank 8.000 €. Und wir wollen zurück zu den Konten gehen und das dort dann buchen. Ich bin ja schon beim Konto Verbindlichkeiten, die weniger werden. Deswegen schreiben wir auf die Sollseite den Betrag von 8.000 € ein. Also 8.000 € Verbindlichkeiten im Soll und davor natürlich Kontonummer, Buchungsnummer und Name des Gegenkontos. Und wir gehen zum Konto Bank. Da wir eine Verbindlichkeit beglichen haben wird und per Banküberweisung beglichen haben, wird unser Bankkonto gemindert. Das Ganze erfolgt im Haben. Dort kommt der Betrag hin und dann die Buchungsnummer und Name des Gegenkontos. Wir machen weiter mit Geschäftsvorfall Nummer 5. Die Umsatzsteuerzahlers des Vormonats wird überwiesen. 6.200 €. Kurze Pause. Die Lösung lautet Umsatzsteuer an Bank mit 6.200 €. Und wir wollen das wieder auf den Konten buchen. Zurück zum Kontenschema. Wir beginnen beim Konto Umsatzsteuer. Das Konto Umsatzsteuer ist ein Passivkonto. Wir haben die Umsatzsteuerzahllast beglichen per Banküberweisung. Passivkonto wird gemindert im Soll, also bei der Umsatzsteuer den Umsatzsteuerzahllastbetrag im Soll eintragen, 6.200 €. Wir können ja auch schön sehen, das ist offenbar eben der Umsatzsteuerbetrag aus dem Vorjahr, aus dem Monat des letzten Jahres. Der wird jetzt überwiesen an das Finanzamt. Wir tragen hier 6.200 € ein. Und da das Ganze natürlich bei Banküberweisung erfolgt, schreiben wir davor noch Banken und die Nummer des Geschäftsvorfalls. Und dann gehen wir noch zum Konto Bank. Wenn wir etwas überweisen, hier in diesem Fall an das Finanzamt, mindert sich unser Bankkonto. Das Ganze erfolgt im Haben, folglich tragen wir hier den Betrag ein. Und wir machen weiter mit Geschäftsvorfall Nummer 6. Entnahme von Rohstoffen für die Produktion in Höhe von 27.000 €. Der zugrunde liegende Beleg ist ein Materialentnahmeschein. Die Lösung lautet 6 Aufwendungen für Rohstoffe an 2 Rohstoffe 27.000 €. Und wir tragen wieder auf die Konten ein. Nun gehen wir rüber zum Konto Rohstoffe. Da Rohstoffe entnommen wurden für die Produktion, mindern sie sich im Haben mit dem gleichen Betrag. Und die Buchung ist dann soweit fertig. Wir machen weiter mit Geschäftsvorfall Nummer 7. Laut Ausgangsrechnung wurden fertige Erzeugnisse an einen Kunden verkauft. Kurze Pause, dann kommt die Lösung.
Der Buchungssatz hierfür lautet: Forderung, Auslieferung, Leistung 142.800 an Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse 120.000 Euro an Umsatzsteuer 22.800. Kurze Anmerkung: Manchmal nimmt man auch statt dem Konto Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse auch Umsatzerlöse für fertige Erzeugnisse. Das ist absolut das Gleiche. Ich halte mich in diesem Fall an den Industriekontenrahmen, wo es eigentlich korrekterweise Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse steht. Es handelt sich also hier um Produkte, die dieses Unternehmen selbst gefertigt hat und dann verkauft hat. Wir gehen zu den Konten und tragen dort dann die entsprechenden Werte ein. Wir beginnen mit den Forderungen aus Lieferung und Leistung, die sich ja mehren. Unser Kunde schuldet uns nun die 142.800 Euro. Wir fordern quasi diesen Betrag von ihm. Deswegen werden Forderungen mehr und wir tragen im Soll ein. Links daneben haben wir noch die Buchungsnummer 7, wie wir hier sehen können. Und dann hier die Abkürzung UE. Es steht für Umsatzerlöse, dann für eigene Erzeugnisse und rechts daneben Umsatzsteuer. Ich bitte dich zu entschuldigen, war nicht halt so viel Platz gewesen, sonst hätte ich es halt super klein machen müssen. Gut, die Forderung haben wir also und müssen noch die entsprechenden Eintragungen auf Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse und Umsatzsteuer vornehmen. Wir gehen zum nächsten Konto. Die Umsatzerlöse sind ein Ertragskonto, deshalb erfolgt hier die Eintragung auf der Habenseite 120.000 Euro und die Namen der Gegenkonten davor. Zu guter Letzt müssen wir noch auf dem Konto Umsatzsteuer eintragen, das habe ich hier direkt darüber. Wir tragen hier auf die Habenseite den Umsatzsteuerbetrag ein. Der beträgt in diesem Fall, wie wir das festgestellt haben, 22.800 Euro. Und damit haben wir auch den 7. Geschäftsverfall geschafft und machen weiter mit 8. Die Löhne für die Arbeiter werden überwiesen, 40.000 Euro, kurze Pause für Sie. Und die Lösung lautet: Löhne an Bank 40.000 Euro für den 8. Geschäftsverfall. Wir gehen zu den Konten rüber. Löhne sind ein Aufwandskonto. Wenn wir Löhne haben, haben wir Aufwendungen. Diese werden im Soll gemehrt. Deswegen kommen hier die 40.000 Euro hin und die Gegenkonten davor. Dann rüber zum Bankkonto. Die Buchung erfolgt im Haben, schließlich haben wir Löhne überwiesen. Das bedeutet, unser Bankkonto mindert sich und das geschieht nun am Haben. Und wir sind fertig mit 8. und machen weiter mit 9. So, nun werden noch die Gehälter überwiesen. Kurze Pause. Der Buchungssatz lautet: 6 Gehälter an 2 Bank 35.000 Euro und wir tragen wieder auf den Konten ein. Wir gehen rüber zum Bankkonto und fertig ist Geschäftsverfall 9. Wir machen weiter mit 10. Ein Kunde begleicht einen Rechnungsbetrag per Banküberweisung. Kurze Pause für Sie. Der Buchungssatz lautet: 2 Bank an 2 Forderungen aus Lieferung Leistung 22.000 Euro. Und wir gehen rüber zu den Konten. Diesmal mehrt sich unser Bankkonto, denn der Kunde hat ja überwiesen. Wir kriegen folglich Geld. Dadurch haben wir natürlich aber auch eine Forderung weniger. Die 22.000 Euro der Forderung wird weniger. Forderung ist gleich hier oben, kann ich gleich hochspringen mit dem Pfeil. Und hier eintragen die 22.000 Euro. Und den Namen des Gegenkontos natürlich noch davor. Und schon sind wir auch mit 10. fertig. Wir machen weiter mit 11. Der Kunde aus Geschäftsverfall 7 überweist den fälligen Rechnungsbetrag. Kurze Pause. Und der Buchungssatz lautet: 2 Bank an 2 Forderungen mit 142.800. Wir gehen zu den Konten, tragen dann hier unten bei Bank den entsprechenden Betrag ein. Bank wird ja mehr, unser Kunde bezahlt uns ja. Und dann haben wir natürlich eine Forderung weniger. Wir müssen um denselben Betrag bei Forderung im Haben mindern. Damit hätten wir auch 11. geschafft und machen weiter mit 12. Kauf von Druckerpapier für das Büro 178,50 Euro brutto. Es wird bar bezahlt. Kurze Pause. Der Buchungssatz lautet:
6 Büromaterial 150 mit 2 Vorsteuer 28,50 an 2 Kasse 178,50. Und wir buchen auf den Konten, tragen folgendermaßen ein. Dann gehen wir zur Vorsteuer. Und zu guter Letzt gehen wir zum Konto Kasse und buchen dort den Abgang des Bruttobetrags. Wir kommen zum letzten Geschäftsverfahren. Kauf eines Kopiergerätes auf Ziel für brutto 1487,50. Kurze Pause und dann kommt die Lösung. Die Lösung lautet 0 Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 2 Vorsteuer an 4 Verbindlichkeiten, Auslieferungen und Leistungen. Wir tragen die Beträge in den entsprechenden Konten ein. Dann gehen wir zum Konto Vorsteuer. Und schließlich zum Konto Verbindlichkeiten. Damit hätten wir es geschafft und Aufgabenstellung 1 komplett abgearbeitet. Wir haben alle Geschäftsvorfälle gebucht und die Konten und die Buchungssätze dazu gebildet. Was wir jetzt machen müssen, ist es, die Konten eben in der richtigen Reihenfolge abzuschließen. Und wir möchten so beginnen, dass wir zunächst mal die beiden Konten Vorsteuer und Umsatzsteuer miteinander verrechnen wollen. Das ist jetzt hier der beste und der schnellste Weg, wie man vorgehen sollte. Und dazu gehen wir mal hin zu den Konten Vorsteuer und Umsatzsteuer und wollen uns mal angucken, wie das jetzt genau funktioniert. Da sind sie. Ich möchte sie mal vielleicht, damit wir es besser erkennen können, kurz farblich markieren. Ich mache sie mal gelb. So, und die wollen wir jetzt eben miteinander verrechnen. Wir wollen schauen, ob es ein Umsatzsteuerzahler ist oder ob wir einen Vorsteuerüberhang haben. Wichtig ist, dass wir sowas möglichst früh machen, noch bevor wir die Aufwandskonten und Ertragskonten über G&V abschließen, geschweige denn, bevor wir die Bestandskonten über SBK abschließen. Solche sogenannten vorbereitenden Abschlussbuchungen sollte man immer zuerst machen. Sie werden sehen, dass im Zuge des weiteren Voranschreitens des Themas, werden Sie sehen, dass noch viele andere vorbereitende Abschlussbuchungen auf Sie zukommen. Und an dieser Stelle werden wir dann auch eben sehen, in welcher Reihenfolge man immer richtigerweise vorzugehen hat. Also immer diese sogenannten vorbereitenden Abschlussbuchungen zuerst. Und hierzu zählt auch jetzt Abschluss von Vorsteuer und Umsatzsteuer miteinander. Erstmal wollen wir sehen, haben wir mehr Umsatzsteuer insgesamt oder haben wir mehr Vorsteuer insgesamt? Das muss man sich als erstes anschauen. Also haben wir mehr Vorsteuer oder mehr Umsatzsteuer? Wenn wir mehr Umsatzsteuer insgesamt haben, als wir mehr Vorsteuer haben, dann haben wir eine Umsatzsteuerzahllast. Ist es umgekehrt, dass hier die Vorsteuer, die insgesamt gebucht wurde, die Summe dieser Beträge, wenn die größer ist als die Umsatzsteuer, in dem Fall haben wir einen Vorsteuerüberhang. Wir wollen uns das mal jetzt anschauen. Also wie viel ist denn hier auf der Sollseite? Ich werde das mal kurz nur mal die Summe dazu bilden, um zu gucken, wie viel das insgesamt ist. Das sind 6.726 Euro. Ich lasse das mal kurz hier und frage mich, ob das jetzt insgesamt mehr ist, als auf dem Umsatzsteuerkonto insgesamt ist. Um das festzustellen, müssen wir uns erstmal fragen, wie viel haben wir denn noch auf dem Umsatzsteuerkonto? Einmal hatten wir am Anfang 6.200 Euro Umsatzsteuer auf dem Konto drauf. Dann sind 22.800 dazugekommen und 6.200 abgegangen. Das heißt, insgesamt sind noch 22.800 Euro Umsatzsteuer auf dem Konto. Folglich ist die Umsatzsteuer 22.800 größer als die Vorsteuer 6.726. In dem Fall haben wir eine Umsatzsteuerzahllast und wir schließen Vorsteuer über Umsatzsteuer ab. Das erfolgt nach folgendem Schema. Die Summe, die wir hier gebildet haben, die Summe der Vorsteuerbeträge, schreiben wir hier noch einmal rein und wir werden sie gegenbuchen, übertragen auf das Umsatzsteuerkonto. Also einmal hier im Haben, die Gegenbuchung erfolgt im Soll des Kontos Umsatzsteuer. Wir übertragen den Betrag also hierhin noch einmal und schreiben jeweils vor die beiden Beträge den Namen des Gegenkontos davor. Also hier einmal Umsatzsteuer, da es ja dorthin geht. Und einmal hier vor Vorsteuer. Man sagt jetzt,
dass man Vorsteuer, ER, man sagt jetzt quasi, man hat Vorsteuer über Umsatzsteuer abgeschlossen. Da wir uns nicht mehr im Bereich der laufenden Buchung befinden, sondern der vorbereitenden Abschlussbuchung und später der Abschlussbuchung, gibt es ja auch keine Buchungsnummern mehr davor. Das alles erfolgt also idealerweise am Ende des Jahres, wenn der Jahresabschluss erledigt wird, sodass wir hier keine Buchungsnummern mehr brauchen. Wir haben jetzt also quasi mit diesem Schritt Vorsteuer über Umsatzsteuer abgeschlossen. Also diese vorbereitende Abschlussbuchung ist erledigt. Können wir die farbliche Markierung wieder rausnehmen und machen jetzt ganz normal weiter mit dem Schritt, der jetzt an der Reihe gewesen wäre, wenn wir das nicht gehabt hätten, nämlich Abschluss der Aufwands- und Ertragskonten über G&V-Konto. Jetzt wollen wir ein bisschen beschleunigen. Was haben wir denn nun für Aufwands- und Ertragskonten? Wir beginnen mal mit Aufwendung für Rohstoffe, abschließen über G&V, wie immer hier G&V reinschreiben, in dem Fall 27.000 Euro und dann am Ende idealerweise noch dann die Konten schön sauber doppelt unterstreichen, die Kontensummen, und dann Gegenbuchen der 27.000 Euro hier erfolgt im G&V auf der Sollseite. 27.000 Euro kommt quasi von Aufwendungen für Rohstoffe. Genau, nach diesem Schema schließen wir jetzt alle Aufwands- und Ertragskonten ab. Also genauso, dasselbe passiert jetzt hier mit Aufwendung für Hilfsstoffe. 7.000 war drin, nichts ist rausgegangen. Das heißt, der Saldo, der Schlussbestand ist eben auch 7.000 Euro G&V. Ordentlicherweise noch Summen bilden und doppelt unterstreichen. So sieht es dann ordentlich aus. Die Gegenbuchung erfolgt hier natürlich im Soll von G&V. Wieder natürlich mit dem Buchungssatz G&V an Aufwendungen für Hilfsstoffe. Wir sparen uns jetzt mal hier an dieser Stelle die Abschlussbuchungssätze. Als Aufwendung für Hilfsstoffe geht dann in die G&V hier rein mit dem Betrag 7.000 Euro und Aufwendungen für Hilfsstoffe davor. Buchungssatz wäre wie gesagt G&V an Aufwendung für Hilfsstoffe. Wir machen weiter mit dem nächsten Aufwandskonto. Das wäre in dem Fall, was haben wir hier oben? Löhne schließen wir ab, wieder G&V, Löhne 40.000 und dann natürlich hier doppelt unterstreichen und die Summe bilden ordentlicherweise. Wir gehen zu G&V und hier wieder Löhne 40.000 Euro reinschreiben und damit ist auch das Konto Löhne abgeschlossen. Wir machen weiter mit dem nächsten Aufwandskonto. Das wäre hier oben Büromaterial, G&V 150 Euro. Ich habe es jetzt mal beschleunigt, wir sehen 150 Euro hier. Kommt in die G&V, also hier unten 150 Euro für Büromaterial. Nächste Aufwandskonto, was haben wir noch? Hier oben, wir haben Gehälter, schließen wir natürlich auch ab. Da merke ich gerade, hier oben habe ich ein bisschen zu viel unterstrichen, falls ihr es ja sehen. Die Doppelunterstreichung erfolgt natürlich nur unter die Kontosummen. Und wir gehen zu G&V, 35.000 Euro im Soll für Gehälter. Und damit sind wir natürlich mit den Aufwandskonten fertig. Wir buchen noch das einzige Ertragskonto, was wir hier hatten, nämlich hier direkt drüber. Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse, 120.000 Euro, Schlussbestand 120.000 Euro, G&V schnell noch davor. Der Buchungssatz hierfür würde dann lauten, Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse an G&V, 120.000 Euro. Und damit haben wir dann auch schon sämtliche Aufwands- und Ertragskonten gebucht, also abgeschlossen über G&V. Der nächste Schritt ist dann das G&V-Konto abschließen über Eigenkapital. Dazu müssen wir erstmal gucken, haben wir denn überhaupt einen Gewinn oder einen Verlust? Das stellen wir daran fest, ob wir nun mehr Erträge als Aufwendungen haben. Wenn ich mal schaue, wie viele Aufwendungen haben wir denn? Ich mache mal hier behelfsweise die Summe. Die Aufwendungen betragen 109.150, die Erträge 120.000 Euro, ich mache mal wieder weg. Das bedeutet, Erträge sind größer als Aufwendungen. Die Differenz wird dann hier, ich mache es mal kurz gelb, Differenz wird dann folglich hier eingetragen und das ist dann unser Gewinn. Der würde sich berechnen, also aus 120.000 Euro minus sämtliche Aufwendungen. Wir kommen auf einen Betrag von 10.850 Euro. Und wie gesagt, die Gegenbuchung davon erfolgt dann im Konto Eigenkapital. Hätten wir einen Verlust gehabt, das heißt, wäre das hier größer gewesen als das, wäre hier die Differenz einzutragen gewesen und dann eben die Gegenbuchung im Eigenkapital auf der Sollseite. Hier haben wir aber eine Gewinnsituation.
Gegenbuchung auf Eigenkapital in der Habenseite 10.850 Euro kommt von G&V. Wir sind reicher um diesen Betrag geworden insgesamt und damit sind wir auch fertig mit dem Abschluss von G&V. Wir können also G&V, wenn wir möchten, hier so schön ordentlich Summe bilden, doppelt unterstreichen, wie es sein sollte, und G&V ist abgeschlossen. Jetzt kommt der letzte Schritt, den ich Ihnen jetzt auch mal zutrauen möchte selbst, nämlich Bestandskonten abschließen über SBK, also TA und Maschinen, BGA, Rohstoffe, Eigenkapital, Verbindlichkeiten etc. wird über SBK abgeschlossen, wie immer. Können wir hier mal beispielhaft machen an TA und Maschinen. Würde ich hier reinschreiben SBK 140.000 Euro und dann natürlich wieder doppelt unterstreichen und Summe bilden, wie es ordentlich ist. Und die Gegenbuchung dann hier würde bei SBK im Soll erfolgen. Buchungssatz wäre SBK an technische Anlagen und Maschinen mit 140.000 Euro. Also hier unten 140.000 Euro eintragen und TA und Maschinen hier mal abgekürzt davor. Ich präsentiere Ihnen jetzt mal das Ergebnis von SBK insgesamt. Wenn Sie auf den gleichen Betrag kommen, haben Sie dann glücklicherweise keine Fehler gemacht. Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus. Vergleichen Sie bitte mit Ihrem Ergebnis. Sie kommen also auf folgende Werte und auf die Bilanzsumme von 385.871. Vielleicht hier noch als kleine Unterstützung, wie komme ich denn auf den Betrag 16.074 bei der Umsatzsteuer? Das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Ich möchte mal vielleicht den Abschluss des Kontos hier nochmal zeigen, weil das vielleicht etwas schwieriger jetzt ist. Wie war denn das gewesen? Wir haben hier von Umsatzsteuer rüber gebucht auf, also von Vorsteuer rüber gebucht auf Umsatzsteuer. Dann wird hier ganz normal wieder abgeschlossen. Wir bilden die Summe 29.000 Euro rüber und dann bilden wir hier an dieser Stelle die Differenz. 29.000 Euro minus alles, was drüber steht, 29.000 Euro minus die Summe dieser beiden Beträge und Sie kommen auf den Betrag 16.074. Damit ist die Aufgabe hier zu Ende und bis zur nächsten Aufgabe dann.